So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 17 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund heute also mit der Partie in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Erzgebirge Aue. Gegen eine vermeintlich schlechte Mannschaft. Die Aue aktuell auf Platz 14 der zweiten Fußball-Bundesliga. 12 Spiele, 10 Punkte geholt, heißt, wir reisen als Favorit nach Aue ins Erzgebirge und wollen natürlich die 3 Punkte mitnehmen. Ihr seht es an der Tabelle. Nach 12 Spielen stehen wir immer noch auf Platz 1. Eine Niederlage, 3 Unentschieden, 8 Siege. Das ist immer noch genial. Was soll da zeigen? Aber so langsam wird es da oben eng. Wie im letzten Part schon angesprochen, es ist nicht unser Anspruch und unser Ziel, jetzt gleich unter die Top 5 oder sonst was zu kommen, sondern wir wollen einfach möglichst früh viele, viele Punkte sammeln, so die typische Presseaussage und Medienaussage, um schnellstmöglich mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Das sind 17 Punkte Vorsprung, Mittelfeldplatz war ja das Ziel, sprich zwischen 8 und 12, würde ich sagen. Irgendwo da wollen wir am Ende landen. Ne? Das sieht bisher sehr, sehr gut aus und da ja, wollen wir einfach weitermachen. Nicht groß nachdenken, einfach weitermachen. Hatten ja zuletzt das Unentschieden gegen Lautern ein bisschen glücklich. Lautern hatte Riesenchancen am Ende noch, das Ding zu gewinnen in 1:1. Wiederum davor der Sieg gegen Bochum, davor eine Niederlage gegen Dresden, ein Unentschieden gegen Karlsruhe und ein Unentschieden gegen Sandhausen. Heißt, aus den letzten, was sind das, 5 Spielen, 1 Sieg, 3 Unentschieden, eine Niederlage. Nicht mehr so die Verfassung wie in den ersten Wochen. Aber nichtsdestotrotz werden wir das heute, denke ich, mal hinkriegen. Ich gehe auch mit der komplett gleichen Mannschaft nochmal rein in diese Partie. Oder gehe ich? Gehe ich? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, danach steht Fürth an. Was steht an? Was, Fürth? Ja, Fürth steht an. Danach wiederum. Ja, also wir haben immer eine Woche. Das passt. Das ist entspannend. Das ist sehr entspannend. Das ist wunderbar. Nee, dann spielen wir mit der Top 11. Da haben wir genügend Zeit, uns zu regenerieren. Kein Thema. Wunderbar. Starten wir rein. Ich bin sehr gespannt. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst natürlich auch sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen, wie immer. Das Ganze heute bei bedecktem Wetter. Das Ganze natürlich wie immer auch auf Legende. Und das Ganze gegen eine Mannschaft, gegen die wir der Favorit sind, die nichtsdestotrotz gegen uns alles geben wird, um da hinten aus diesem Abstiegssumpf irgendwie ein bisschen rauszukommen. Gar keine Frage. Das ist aber mal wieder das, was uns auch so ein klein wenig Sorgen und Angst bereitet. Ihr wisst Bescheid. Meistens die hinteren Mannschaften, siehe Sandhausen, siehe KSC, wo wir uns schwer tun, wo wir oft mal Punkte liegen lassen. Das sollte hoffentlich heute nicht der Fall sein. Das Ganze in Aue, ich bin sehr gespannt, wie die Jungs kicken werden. Wir können heute Punkte Nummer 28, 29 und 30 einfahren, was wie angesprochen ein überragender Wert wäre, aber dazu brauchen wir heute einiges an Willen, einiges an Spielstärke, die uns ja über einen längeren Zeitraum nicht mehr so dabei war. Die war irgendwie weg. Die war verschwunden. Gegen Bochum war es, glaube ich, wo wir spielerisch nochmal gut überzeugen konnten. Die anderen Spiele waren, wenn wir mal unentschieden gespielt haben, eher hinten raus nur irgendwie das Tor reingewollt, reingedrückt. Aber nicht in irgendeiner Art und Weise gut rausgespielt. Aue, die offensivschwächste Mannschaft der zweiten Liga. Gerade mal 9 Tore erzielt in 12 Spielen. Das ist natürlich ein bisschen lau. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Gucken dann gleich nochmal rein in die Aufstellung von Aue. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz so interessant. Schauen wir mal, ob es da vielleicht irgendwas Interessantes gibt. Köpke ist am Start. Ich hoffe nicht der Andi. Kvesic, Adler, Skarlatidis, Riese, Samson, Rizzuto, Susac, Breitkreuz, Riedel, Mennel. Das ist die Aufstellung, wobei ein Andi Köpke da vorne vielleicht das begründen würde, warum man bislang so wenig Tore gemacht hat. Ich weiß es nicht. Wir starten rein. Nicht lang quatschen. Selbe 11 wie zuletzt gegen Lautern. Rein geht's. 90 Minuten Vollgas geben. Und dann hoffentlich die nächsten 3 Punkte einfahren. Traut. Gleich mal ein schöner Ball. Wichtig wird es wieder sein. Gleich zu Beginn zeigen, wer hier das Sagen hat. Benatelli. Schön. Ja. Schröck. Kann sich da drehen, das ist nicht mal ein Foulspiel gewesen, aber dann kommen wir leider nicht ordentlich mehr zu einer guten Abschlussposition. Samson, unten läuft Skarlatidis, da ist Kvesic. Kommen wir erstmal nicht in den Zweikampf, wieder Skarlatidis, kommt über die rechte Seite. Skarlatidis, Flanke, super, wir sind da. Traut kann vorerst klären, Riese auf Adler, nein. Aue mit der ersten Chance der Partie. 7 Minuten sind gerade mal auf der Uhr und das war ein super Abschluss. Geht Gott sei Dank am Gehäuse von Wojnikowski vorbei. Sonst wäre das, ja, das 1-0 und das wäre nicht gut. Das, glaube ich, würde uns um einiges mehr lähmen. Also da müssen wir aufpassen, dass wir ja nicht hinten liegen. Eggestein. Schön gemacht. Soriano. Ah, kommt nicht ganz durch. Nochmal gut erobert. Kurzweg. Zu weit vorgelegt. Allerdings auch von Aue mit der Hacke gespielt. Kurzweg, guter Ball. Abgelegt, nach oben gespielt, Möglichkeit ist da, Benatelli kommt nicht vorbei an Riedel,
Möglichkeit wäre eigentlich da gewesen, da den Raum zu nutzen. Draufschieben. Komm, ganz stark von Traut. Überragend sogar. Und dann aber auch überragend von Breitkreuz. Also, Zweikampfführung bislang auf beiden Seiten ordentlich. Da wird der Körper mal ganz vehement reingestellt. Köpke. 14. Minute. Skalatidis. Köpke nicht im Abseits. In die Mitte gespielt. Schreck. Oh, der klärt ihn in die Mitte. Da habe ich kurz mal den Überblick verloren. Kontermöglichkeit. Lagos. Soriano, lauf doch mit. Macht er nicht so wirklich. Warum auch immer. Eggestein. Das ist keine Abseitsmöglichkeit für Anastasios Lagos. Und dann ist er drin. Benatelli im Nachsetzen. 17. Minute. 1:0 für die Würzburger Kickers in Aue. Perfekter Start. Viertelstunde auf der Uhr und wir führen. Viel schöner, viel besser kann es nicht sein. Lagos, der den eigentlich allerdings schon machen muss, damit sein giftgrünen Schuhen irgendwie geblockt. Und Benatelli, der da mitläuft, der das gut sieht und der dann natürlich dann auch ein leichtes Spiel hat, den unterzubringen. Rico Benatelli, 1:0 in Aue. Richtig, richtig stark und ganz, ganz wichtig. Darauf können wir aufbauen. Vielleicht kriegen wir ja gleich ein zweites Tor. Hinterher, kein Foul meiner Meinung nach von Lagos. Jawohl, gut gemacht. Lagos, der es jetzt wissen will hier. Rick Eggestein, schöner Ball. Soriano, gut gespielt. Da ist Rama. Der ja auch ein bisschen jetzt Einsatzzeiten bei uns bekommt. Schöner Ball von Schröck, gut gleich weitergeleitet. Da ist wieder Eggestein. Königs, wenn die, der Soriano, wenn kommt, meine ich. Kann er den reinmachen. Soriano, der ja angeschlagen war. Bei dem es Gott sei Dank wieder geht. Der also heute wieder von Beginn an mitspielen darf. Gut gegen Köpke. Der sich dann aber erstmal beweisen kann. Risotto. Samson heißt der Gute. Oh, wenn wir da so einen Zweikampf gewinnen, ne? Dann schnell umschalten. Das wäre so überragend. Kriegen wir nicht ganz hin. Schröck. Einmal gut, zweimal leider nicht. Adler. Aufpassen. Oh, das ist viel zu einfach. Adler kommt an der Seite vorbei. Aber stark gemacht von Traut. Nicht mit mir, hat er sich gedacht. Schröck, gut. Schön rausgespielt. Benatelli kriegt den nochmal. Benatelli. Ja, das sollte eigentlich der Kurze erstmal kommen auf Lagos. Ah, nicht funktioniert. Skalaratidis. Lagos. Wieder mit einem bombastischen Zweikampf. Fast. Kvesic. Köpke. Gut dazwischen. Wichtig. Ball trotzdem bei den Lilanen. In die Mitte gelegt. Samson. Er kommt nicht in den Zweikampf. Risotto. Risotto. Gut von Lagos. Wulnikowski nimmt den wunderbar auf. Wulnikowski macht das gut. Da ist Schröck. Ja, schöner Ball. Eggestein versucht Soriano zu spielen. Ach du Heilige, da steht nochmal mehr hinter. Also Dresden. Aue steht tief. Aue steht sehr, sehr tief in dieser Partie auch weiter. In Eggestein. Schöner Ball über die Seite. Traut. Soriano kommt nicht ran, weil die Flanke gar nicht erst kommt. Nochmal der Einwurf für uns. Ja, Möglichkeit jetzt vielleicht da, wenn der Ball ankommen würde von Benatelli. Mensch, Kvesic, nicht unachtsam werden jetzt in dieser Phase. Gut gemacht von Traut. Früh dazwischen gibt es zwar den Einwurf für Aue, aber das ist mal ein kleines Zeichen, dass er da setzt. Wichtig. Riese. Adler. Schön zugestellt. Nochmal Riese. Lassen da nichts zu. Aue kann sich gerade nicht aus dieser Situation befreien. Das ist gut. Und dann hast du nämlich auch mal den Ball. Die Grätsche geht nicht ins Leere. Soriano. Doch. Oh. Schiri pfeift spät. Aber denke ich, kann man auch geben. Den Freistoß da in der 38. Möglichkeit für Aue wieder das Ganze rück aufzubauen. Stattdessen langer Ball. Breitkreuz. Gut geklärt. Lagos. Ja, nimmt da gut den Mitspieler mit. Schröck, schöner Ball. Benatelli. Eggestein. Wieder Benatelli. Ball kommt nicht an. War nicht mal ein Foulspiel leider. Da müssen wir jetzt aufpassen, Jungs. Es sind noch 5 Minuten in Durchgang 1. Kvesic. Kretsche kommt nicht an. Samson kann sich da erstmal durchsetzen. Wir kommen auch nicht in den Zweikampf. Da ist Köpke. Gut gemacht, gut dazwischen. Aber wir kriegen diese zweiten Bälle nicht. Das regt mich auf ein bisschen. Jetzt endlich mal. Wir gewinnen so viele Zweikämpfe gut. Der war schlecht gespielt. Aber kriegen dann den zweiten Ball nicht. Dann springt er wieder zum Gegner und sonst was. Da müssen wir dran arbeiten. Schön gespielt. Waldet, Rama. Guter Ball nach oben. Da ist Benatelli. Benatelli, das ist zu einfach. Gut geklärt da von Aue. Wir sind in der letzten Minute des ersten Durchgangs. Gleich ist hier Feierabend. Köpke, da ist Adler auf Köpke wieder. Hat ein bisschen Platz. Aufpassen. Nicht jetzt noch irgendwas zulassen. Das wäre typisch. Typisch Würzburg. Typisch FIFA. Riese. Aufpassen. Riedel. In der Mitte ist bislang noch nicht wirklich jemand. Warte deswegen nochmal. Leg den nochmal ab. Schiri pfeift doch ab jetzt hier. Mach doch einfach jetzt mal Schluss, Mensch. Adler. Kommt die Flanke noch? Immer noch Adler. Samson. Abgelegt. Nochmal das. Ist super gespielt. Wir kommen nicht in den Zweikampf, der geht ans Ausnetz. Boah, Aue nochmal mit dem super Angriff. Bleibt beim 1:0, wir führen. Bielefeld führt in Hannover, Berlin führt in Bochum.
Das soweit also die anderen Spielstände. Eieiei, also da haben wir es uns am Ende nochmal um einige schwieriger gemacht, als es hätte sein müssen. Bochum nochmal, Aue nochmal mit der riesen Möglichkeit. Breitkreuz, einen Wechsel hat es gegeben, den haben wir jetzt gar nicht mitbekommen. Da oben steht es jetzt Tiffert in der Partie für Samson, also Tiffert, Ex-Stuttgarter, Bundesliga erfahren. Sind wir mal gespannt, ob der das Ruder rumreißen kann. Adler über die Seite, wir kommen nicht in den Zweikampf rein mal wieder. Gut da das Shielding eingesetzt, gut den Körper reingestellt, Adler. Gut, von Traut, schau ich das an. Das ist das, was ich meine. Das passt heute nicht. Diese zweiten Bälle. Wir erobern den Ball gut, gehen schön in die Zweikämpfe, aber der springt dann jedes Mal zum Gegner. Da müssen wir gegen ankommen. Rama, schöner Ball auf Soriano. Ja, gut gespielt. Erstmal das Ganze einigermaßen ruhig aufgebaut. Und den Außenverteidiger mitgenommen. Benatelli, zieh doch in die Mitte. Traut. Guter Ball, Soriano. Kann ich kommen? Der kommt allerdings. Möglichkeit ist da. Rama! Versucht's aus der Drehung. Da war die Zeit leider nicht mehr da, nochmal sich neu zu positionieren. Dementsprechend geht der Ball aber leider auch ein bisschen über den Kasten. Köpke setzt sich beim Kopfballduell durch. Tiffert, da ist die erste Aktion. Auf Skalatidis. Zweikampf gewinnen, Fragezeichen? Leider nicht. Spiel zum Keeper zurück. Das sind wirklich die Situationen. Wenn du da den Ball holst, wird es so verdammt gefährlich. Guter Kopfball. Soriano hat den. Soriano, komm vorbei. Soriano! Schöner Abschluss von Elias Soriano. Gut gemacht. Und der Torwart da sieht relativ klein aus. Fällt mir gerade mal so auf. Kommt das nur so vor oder ist das so? Das ist schön gespielt. Ja, das nicht. Da hat ein bisschen das Spielverständnis gefehlt. Die Absprache hat da nicht gepasst. So wieder Aue in Ballbesitz. Risuto spielt ihn in die Mitte. Da ist wieder Riese. Köpke. Oh. Das ist so blöd. Kannst den Ball ganz normal gewinnen. Stattdessen machen wir einen Foul. Mensch, Kinder. Also zwei, mit den Zweikämpfen, entweder werde ich gerade aktuell einfach ein bisschen nervös, was die Zweikämpfe angeht, oder das passt heute irgendwie nicht so ganz. Was Glück angeht in den Zweikämpfen. Das stimmt nicht. Jedes Mal ein Füßlein der Auer dazwischen. Lagos. Guter Ball. Soriano. Schön gespielt. Das sind wir aber zu langsam, um da vorbeizuziehen. Deswegen bauen wir es nochmal schön auf. Gut gemacht. Schröck. Sieht da Eggestein. Will da außen jemanden mitnehmen. Schafft er auch. Benatelli abgelegt. Schröck. Oh, hochgespielt. Da wurde es wieder zu eng. Also das sieht ordentlich aus. Ein letztes kleines bisschen fehlt. Eggestein. Guter Ball nach unten. Eggestein. Legt den ab. Das ist ordentlich. Aber dann klappt es nicht. Breitkreuz hat den. Nochmal die Chance. Soriano abgefälscht. Nochmal der Kopfball. Rama hat den. Und dann ist Schröck da mit dem Chip. Der Supermännel holt den raus. Das wäre erst ein feines Tor geworden. 70. Minute. Wir gehen mal rein. Wahnsinns Ding da. Das wäre ein Traumtor. Wir wechseln ein bisschen. Königs in die Partie. Ich nehme jetzt dann auch, glaube ich, demnächst mal einen Weihrauch mit auf die Bank. Der hat das eigentlich ordentlich gemacht. Taffert, Sofa und Rama kommt raus. Ich bringe sogar heute mal Kasanidis wieder rein. Also, drei Vorwechsel, 20 Minuten vor Ende der Partie. Ich bin ordentlich zufriedener, was den Spielstand angeht. Zuletzt auch mit den spielerischen Akzenten, die wir gesetzt haben in den letzten Minuten. War wieder ein bisschen besser. Oh, komm, einen Schritt zu spät. 18 Minuten heißt trotzdem noch durchhalten. 1-0, ein verdammt knappes Ergebnis. Riese. Runtergelegt, da ist Adler. Schöner Ball in die Mitte. Tiffert hat ein bisschen Platz. Ja, komm mal wieder nicht so ganz in den Zweikampf. Das ist stark von Adler. 75. Minute. Passt mir auf Adler. Flanke ist gut. Und wie klären wir denn da? Ach du Heilige. Hau lieber mal weg das Ding. Genau. Ganz wichtig. Nochmal neu stellen. Nochmal neu sammeln. Drauf da. Komm. Der hat den Ball noch nicht ganz sicher. So lange wie wir brauchen. Allerdings dann schon. Aber das ist stark abgedrängt. Gibt den Einwurf. Überragend. Überragendes Zweikampfverhalten. Lagos. Schöner Ball. Schaffen wir denn nicht hier das 2-0, Mensch? Das wäre die Entscheidung. Dann gibt's hier. Das soll er nicht hin. Um Gottes Willen. Dann wird da gar nichts mehr passieren, wollte ich sagen. 1:1. Weiland mit dem Ausgleich für Bochum gegen Union. Gegen den Tabellendritten. Heißt, wir würden auch da den Vorsprung ein bisschen ausbauen. Adler. Da ist Tiffert. Kommt man nicht ganz hin. Na, gute Grätsche. Wichtig. Soriano. Ja, schön gespielt. Taffer, Zofa, guter Ball, Königs. Dauert zu lang. Und das ist halt jetzt bitter. Wir gehen aus der Defensive, Jungs. Die letzten Minuten. Jetzt wird hier nichts mehr riskiert. Aber gar nichts mehr in Aue. Fandrich. Tiffert, da ist die nächste Chance. Aber wir stellen das auch gut zu. Aue probiert es mit langen Bällen. Und die kommen sogar richtig gut. Adler, richtig, richtig gut sogar. Adler. Torchef Martin. 85. Minute. Das ist das 1-1. Einfach mal hoch und weit und lang nach vorne und dann natürlich in der Mitte überhaupt keine Abstimmung bei uns. Ist das bitter?
ist das eine bittere Geschichte. Wir kriegen vorne das zweite nicht rein und Aue bestraft uns eiskalt. Da ist ein Mann in der Mitte gegen vier. Und den können wir nicht zustellen, Torchef 1-1. Bitter, bitter. Auf einmal doch wieder alles nach vorne. Meine Güte, Jungs, wir verschenken es hier selbst. Wir verschenken diesen Sieg hier selbst durch solche Pässe. Auch der war da natürlich 0,0 hingewollt. Ist das bitter, jetzt aufpassen. Aue wird hier nochmal kräftig Gas geben in den letzten Minuten. Die haben jetzt das Selbstvertrauen. Ganz komplett unnötig hier. Aber absolut. Fandrich, Risotto. Gut dazwischen, Kurzweg. Mann. Was ist denn los, Mensch? Was ist denn los? Aber das ist passend zum Spiel, wo irgendwie einiges nicht so lief wie vorher. Einiges irgendwie nicht gepasst hat. So, den probieren wir mal schnell zu spielen. Da steht wieder keiner von uns. Wir verstecken uns hinter der Abwehr. Wahnsinn. In so einer wichtigen Phase. Unglaublich. Aue kommt und Aue macht jetzt das zweite wahrscheinlich. Fandrich, gebt nochmal die Ecke. Wir sind in der Nachspielzeit, Jungs. Es wird hier Minimum nur ein Unentschieden oder maximal ein Unentschieden. Vielleicht sogar das Tor. Weg, weg, weg. Vorher ist gut geklärt. Oder gibt es nochmal die Konterchance Königs? Pfeift noch nicht ab, Schiri. Schöner Ball nach unten. Königs nochmal. Und dann pfeift er ab. Ich werde verrückt. Das ist ja noch passender zum Spiel. 1-1 gegen Aue. Mann. Wir hatten alle zu gut in der Hand. Und 5 Minuten vor Ende schlägt er zu. Ich werde verrückt hier. Mehr Chancen, aber wie gesagt, mal wieder die Dinger vorne nicht gemacht. Wir fahren ein weiteres Scheiß-Unentschieden ein. Wie viel denn jetzt noch in letzter Zeit? Es darf gerne wieder ein bisschen mehr sein. Ich meine, wir sind in einer super Position und alles. Ja. Aber solche Spiele musst du gewinnen. Das ist das dritte Spiel gegen eine Mannschaft, gegen die eigentlich ein Sieg eingeplant war. Was wir nicht hinkriegen. Und das ist bitter. Berlin gewinnt dann auch noch. Und Bielefeld mit dem 2-1 gegen Hannover. Tabellenführung dürfte jetzt endgültig weg sein. Jawohl. Union auf 1, 29 Punkte. Würzburg 2, 28. Stuttgart 3, 24. Dann Düsseldorf und Lautern beide mit 23 Points. Ihr merkt's, ich bin nicht zufrieden. Wenn wir den Sieg mitnehmen, dann alles gut, alles wunderbar. Aber so ist es zu wenig. Dass es ein Kampfspiel werden wird und die spielerische Klasse jetzt nicht tausendprozentig da sind, wird ganz klar. Aber da muss mehr kommen als ein Unentschieden gegen Aue. Ganz ehrlich. Das ist zu wenig. Aber gut, müsst ihr abhaken, hilft alles nichts. Wir gehen nochmal die letzten Tage voran. Aue ist weg vor der Tür, ist abgeschlossen. Fürth steht vor der Tür. Und dann müssen wir halt da punkten. Vertrauen oder allgemein Beliebtheit geht ein bisschen runter. Nur eine 83, was natürlich immer noch gut ist. Guck mal schnell rein, die Fürther auf Rang 11. 13 Spiele, 15 Punkte. Boah, die Tabelle ist echt sehr, sehr eng, würde ich sagen, oder? Braunschweig, Dresden, Aue, alle 10 bzw. 11 Punkte. Da passiert und kann sehr, sehr viel passieren noch in dieser Saison. Bin ich mal sehr gespannt. Also, gegen Fürth, nächste Partie. Wir gucken nochmal kurz rein ins Büro. Was gibt's da? Neues Pressekonferenz findet nochmal statt. Dann würde ich sagen, motivieren wir uns mal. Nachdem zuletzt viele, viele Unentschieden reingekommen sind. Ein Sieg, 4 Unentschieden, eine Niederlage aus den letzten 6 Partien, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber gut, noch ist alles in Ordnung, aber wir sollten jetzt mal langsam wieder in die Puschen kommen. Am besten noch ein paar Siege einfahren, bevor es in die Winterpause geht, Jungs. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo, dann verpasst nichts. Und damit bin ich erstmal raus. Habt einen wunderschönen Tag, macht's gut. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.